Hallo, ich bin Caillou. Magst du die Schlafenszeit? Ich liebe sie. Meine Schwester Rosie liebt sie auch. Mama und Papa haben unsere Schlafenszeit wirklich lustig gestaltet. Es müssen so viele Sachen erledigt werden. Möchtest du dich zu uns gesellen? Dann können wir schön schlafen und morgen wieder von neuem beginnen. Lass uns anfangen! Es gibt jede Menge Aktivitäten, die wir machen können, um uns aufs Schlafengehen vorzubereiten. Mal sehen, wie die Schlafenszeit heute aussieht. Schafe zählen, Pyjama anziehen, Märchenstunde, Zähne putzen. Womit sollen wir anfangen? Hier ist ein Puzzle von einem meiner Lieblingsbücher. Lass es uns zusammen lösen. Hervorragend! Gut gemacht! Ich liebe Geschichten vor dem Schlafengehen. Bald ist Schlafenszeit. Zeit fürs Zähneputzen. Zieh eine Zahnbürste in meine Hand. Reibe deinen Finger an der Stelle, wo die Zahnpaste drauf soll. Schrubbe jetzt meine Zähne, um sie zu putzen. Wasch meinen Mund aus, indem du auf den Wasserbecher tippst. Strahlend weiß. Das hat Spaß gemacht. Das hast du gut gemacht. Pyjama-Zeit. Tippe auf eine Schublade, um sie zu öffnen und einen Pyjama auszuwählen. Ich liebe das. So kuschelig. Du hast ein gutes Auge. Alle Teile des Pyjamas passen zusammen. Damit werde ich kuschelig schlafen. Das hat Spaß gemacht. Was jetzt? Manchmal zähle ich Schafe, um mir beim Einschlafen zu helfen. Das ist ein Schaf. Zwei Schafe. Das ist kein Schaf. Drei. Da ist das vierte. Fünf Schafe. Sechs. Das ist kein Schaf. Sieben Schäflein. Acht. Neun Schafe. Gute Arbeit. Ich bin schon müde. Gut gemacht. Unsere Schlafenszeit erledigt ist, sind wir bereit für das Land der Träume. Gute Nacht.